Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Tyno Hero XXL Holzkohlegrill im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Tyno Hero XXL Holzkohlegrill und Smoker. Der Tyno Hero XXL Holzkohlegrill macht Räuchern, direktes und indirektes Grillen möglich. Der Grillrost, zweiteilig aus hochwertigem Gusseisen, sorgt für eine zuverlässige Hitzeverteilung. Für die ideale Temperaturregelung ist die Holzkohlewanne sechsstufig höhenverstellbar. Ablesen können Sie die Temperatur der Garkammer mit Hilfe des im Deckel integrierten Thermometers. Für die optimale Luftzufuhr befinden sich zwei Belüftungsventile an den Seiten der Garkammer. Die beiden Seitentische bieten großzügige Ablageflächen und können platzsparend eingeklappt werden. Zusätzlich verfügt jeder Seitentisch über je vier Haken zum Aufhängen von Grillbesteck oder Küchentüchern. Ihr kühles Getränk kann dank des Flaschenöffners direkt am Grill genossen werden. Das Holzkohlefach sorgt dafür, dass auch während des Grillens Kohle nachgelegt werden kann. Die herausnehmbare Aschewanne mit Griff aus Edelstahl ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Reinigung. Vielseitiger Holzkohlegrill mit optimaler Luftzufuhr dank zwei regelbarer Ventile und praktischem Grillkamin. Zwei große Rollen für Mobilität und sicheren Stand auch auf Rasen. Praktische Holzkohletür. Unkompliziertes Nachlegen von Grillkohle während des Grillens. Sechsstufig höhenverstellbares Kohleblech. Herausnehmbare Kohlewanne für leichte Reinigung. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Er muss gerade stehen, sonst geht der Deckel nicht. Lässt sich das obere Ablagerost nicht zum Reinigen demontieren? Die höhenverstellbare Grillkohlewanne hat sich schon beim ersten Hochheizen mächtig verzogen. Preis-Leistung ist hiernach ungenügend. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Aufbauanleitung war sehr übersichtlich, der Grillwagen sieht sehr edel aus. Die Grillergebnisse sind sehr zufriedenstellend. Der Holzkohlegrill gebaut recht robust. Er hat zwei große Ablageflächen. Er hat sehr viele Haken. Die zwei Grillroste sind gut zu reinigen. Durch die Beschichtung klebt nicht so viel an. Die Hitze ist schön gleichmäßig. Das war's mit unserem Testbericht zum Tyno Hero XXL Holzkohlegrill. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!